Dies ist nicht der Auftakt zu einem kulinarischen Vergnügen, sondern die Vorbereitung zu einem außergewöhnlichen Experiment. Eine Einstimmung auf die bunte Welt der griechischen Antike. Ein Hauch von Farbe auf Haaren und Augen, der die einstige bunte Pracht erahnen lässt. Wie kann man diese Farbigkeit aufspüren und wie kann man sie sichtbar machen und wieder zu neuem Leben erwecken? Nichts ist vergänglicher als die Farbe. Was der Bildhauer in Stein meißelte, das hat eher die Jahrtausende überdauert. Was der Maler auf den Marmor zauberte, ist jedoch abgeblättert, verblichen und meist für immer verschwunden. Ganz nach antikem Vorbild, mit denselben Ingredienzien, den alten Mineralien, wird eine Annäherung versucht. Fast scheint es, als würde die Antike auf wundersame Weise wiederbelebt. Was von der Renaissance bis zum Klassizismus als Inbegriff der griechischen Kunstwerke verherrlicht wurde, der schimmernde, edle weiße Marmor, war ein Trugbild. Die Antike war farbenfroh. Wie sehr man einst einzelne Meisterwerke berühmter Maler schätzte, belegen schon antike Autoren. So ließ ein Lyderkönig ein Schlachtenbild in Gold aufwiegen. Inschriften dokumentieren, dass farbige Bemalung ebenso kostspielig sein konnte wie die Arbeit des Bildhauers. Den antiken Kunstwerken wieder Leben einzuhauchen, sie wieder zum Sprechen zu bringen, ganz nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, das haben sich Archäologen aus München vorgenommen. Und sie verfügen schon über eine mehr als 10-jährige Erfahrung mit dem Pinsel. Es gibt Pigmente, die sind sehr einfach zu vermalen. Zum Beispiel das Zinnober, was wir hier auch großflächig sehen. Das ist ein ganz farbintensives und einfach zu vermalendes Pigment. Genauso das helle Ocker. Während Grün und vor allen Dingen das Blau ein ganz unangenehmes und schwer zu verarbeitendes Pigment ist. Wo man auch richtig Schwierigkeiten hat, die Form fein und deutlich im Kontur zu zeichnen, zu malen. Das ist eigentlich die Haupterfahrung, dass man sich auf bestimmte Farben sehr freut, auf Rot und Ocker, und vor einigen Farben sich drucken möchte. Das ist Blau und Grün. Es war eine Sternstunde der Archäologie, als in Selinunt in Sizilien ein kleiner griechischer Tempel ans Tageslicht kam, der das bisherige Bild von der Antike auf den Kopf stellte und gleichzeitig die Fantasie der Ausgräber beflügelte. Die antiken Kunstwerke waren tatsächlich bunt. Leo von Klenze, der berühmte Münchner Architekt, nahm große Mühen in Kauf, diese frischen Farben 1823 in Sizilien in Augenschein zu nehmen. Klenze erklärte angesichts dieser Entdeckungen die gipsene Ansicht des Altertums für überwunden. Er ließ sich davon inspirieren und erfüllte sich und König Ludwig I. einen Traum. Die Errichtung bunter Bauwerke im Sinne der Antike. Die Diskussion über die Polychromie nahm also in Selinunt ihren Ausgang. Sie hat die Gemüter von Generationen von Archäologen erhitzt und versetzt sie noch heute in Aufregung. Auf den Spuren verlorener Farbe gelangten die Wissenschaftler aus München auch nach Vergina bei Thessaloniki im Nordosten, nach Athen, Delphi und nach Ägina. Ebenso war Samos nahe der türkischen Küste ihr Ziel. Samos war im 6. Jahrhundert vor Christus zur Seemacht aufgestiegen. Der Tyrann Polykrates brachte die Insel zu Reichtum. Unter seiner Herrschaft schufen Künstler hier eine einzigartige Pracht. Dieser Tempel der Hera übertraf an Größe und Kühnheit alle griechischen Heiligtümer. Kein geringerer als der Geschichtsschreiber Herodot erwähnt das monumentale Bauwerk von 55 mal 108 Metern. Als heilige Tiere der Hera wurden Pfauen im Heiligtum gehalten und Rinder opferte man der Göttin Hera am Altar.
Dass sie als Gemahlin von Zeus die ranghöchste Göttin des Olymp war, erfahren wir von Homer. Doch über den Kult zu Ehren der Hera ist wenig überliefert. Die Verkörperung der Göttin, das Kultbild aus Holz, ist längst verfallen. Es wurde beim jährlichen Kultfest feierlich zum Meer getragen und gewaschen. Anschließend wurde das Holzbildnis, wie auch bei anderen Götterkulten, mit prachtvollen Gewändern neu eingekleidet. Wer die heilige Straße von Samos beschritt, der geriet ins Staunen. Mächtige Persönlichkeiten ließen bemalte Statuen als Weihegeschenke in der Nähe der Göttin errichten. Selbstdarstellung in der Antike. Ungeschützt waren die Skulpturen Wind und Wetter ausgesetzt. Die Farbschichten wurden vom starken Meereswind mit seinem Salzgehalt angegriffen, blätterten ab und wurden abgewaschen. Nur wenige Partikelchen in den Marmorporen überdauerten die Jahrtausende. Ein geheimnisvolles Lächeln, ein intensiver, lebendiger Blick, eine ausdrucksstarke Mimik. Das ideale Abbild eines edlen, nackten Jünglings. Es kündet wohl von einem Aristokraten, der im 6. Jahrhundert vor Christus die Geschicke der Insel lenkte. Der sogenannte Kuros von Samos verkörpert Sinnlichkeit pur. Majestätisch überragte er mit 5,25 Metern fast alle anderen Statuen. Graue Adern mindern die Schönheit und Qualität des Marmors. Was also lag näher, als diesen Stein zu verkleiden, ihm ein einheitliches Äußeres zu verleihen, das der Natur entspricht, der Haut. Rötliches Hämatit, Eisenoxid, so die chemische Analyse, legte sich wie eine zweite Haut um die Figur und gab ihr eine lebendige Ausstrahlung. Dr. Vinzenz Brinkmann von der Münchner Glyptothek hat den geschulten Blick, sieht, was andere nicht sehen. Die Suche nach der verlorenen Farbe ist seine Leidenschaft. In der Leistengegend waren einst die Schamhaare aufgemalt. Nur noch die schwache Einritzung der oberen Abgrenzung ist zu erahnen. Kaum vorstellbar, welche magische Ausstrahlung der Kuros von Samos in Farbe getaucht einst hatte. Die Forschungsreise der Wissenschaftler entführt uns natürlich auch nach Athen, wo Themistokles, der große Staatsmann, die wichtigste Toranlage der Stadtmauer errichten ließ. Im Keramaikos, dem bedeutendsten und am besten erhaltenen antiken Friedhof. Sternförmig strahlten von hier Straßen aus, die auch zum Heiligtum von Eleusis mit seinem Geheimkult führten. Familiengrabbezirke flankieren die Straßen. Dieser Grabstein erinnert an eine Frau mit Namen Hegeso. Er gehört zu den schönsten der klassischen Zeit. Hegeso wird von ihrer Dienerin eine Schatulle gereicht. Was Hegeso daraus entnimmt, ist mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen, denn der Gegenstand war aufgemalt. Im Streiflicht kann man ein Halsband ausmachen. Im Nationalmuseum von Athen steht heute eine andere bedeutende Grabstele. Aristion lautete der Name des Toten, dem der Bildhauer Aristokles ein Denkmal setzte. Die Stele verherrlicht den Krieger in seiner ganzen Schönheit. Die farbige Gestaltung illustrierte diese Bedeutung. Schon mit bloßem Auge erkennt man die Farbreste auf dem Antlitz. Es sind die Pigmente Hämatit und Zinnober. Das Quecksilbersulfat war besonders kostspielig. Zickzackmuster auf Schmuckbändern des Lederpanzers. Ein Löwe, Symbol des unbezwingbaren Kämpfers. Und ein Stern sind hier aufzuspüren. Einst verlieh die Farbe auch dem edlen Krieger Lebendigkeit und Würde. Der zu kurze Lederkoller und der hauchdünne Panzerrock symbolisieren Männlichkeit, aber auch Verletzlichkeit und Verwundbarkeit.
Eine weitere Grabstele aus Athen, jetzt in der Münchner Glyptothek. Wie ein Zauber mag es erscheinen, dass bei UV-Beleuchtung plötzlich viele Spuren von aufgemalten Details aus dem Dunkel der Geschichte auftauchen. Ursprünglich durch Farbe geschützte Partien erscheinen hell und fluoreszieren, während unbemalter, heller Marmor dunkel bleibt. Auf dem plastisch herausgearbeiteten Gefäß waren zwei Figuren aufgemalt. Die Frau stellt eine unvermählt Verstorbene dar, der Mann den Bruder oder einen Verwandten. Die Grabfigur eines Reiters aus dem Keramaikos. Es scheint, als sei er unbekleidet. Doch wieder werden bei UV-Licht feine Muster sichtbar. Mäander und Voluten als Verzierung eines Gewandes. Der tuchartige Überwurf des Reiters erstrahlte in gelbem Ockerton. Zwischen den Gräbern im Keramaikos kommen immer wieder Werkstattabfälle zum Vorschein. Dass hier auch ein Maler sein Atelier besaß, verrät der künstliche Werkstoff, das wertvolle sogenannte Ägyptisch-Blau, das nach geheim gehaltenen Verfahren schon die alten Ägypter ab 2600 vor Christus synthetisch herstellten. Hier führte der Weg stadtauswärts vorbei zur Akademie, wo Platon Anfang des 4. Jahrhunderts seine Philosophenschule gründete. Und stadteinwärts ging die Prozession zu Ehren der Stadtgöttin Athena auf die Akropolis, mit dem eigens für ihr Kultbild gewebten Gewand aus Wolle. Es war ein Zug mit Opfertieren, Kriegern und Wagenlenkern, Staatsbeamten, Strategen und Gesandten anderer Städte, begleitet von Musikern. Im Bereich des Erechtheion stand einst das Kultbild der Athena aus Olivenholz. Auf dem Höhepunkt des Festes wurde diese Figur mit dem bunt bestickten Wollgewand ähnlich kunstvoll verhüllt wie die steinernen Mädchenfiguren. Waren es zunächst farbige Architekturfragmente, so sind es ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch Figuren, die die Gegner der Farbigkeit umstimmten. 480 vor Christus wurde ein Vorgängerbau des Parthenon durch die Perser zerstört. Seine Überreste eröffneten Einblicke in eine nie geahnte farbige Welt. Der sogenannte dreileibige Dämon von einem Giebel des Ur-Parthenon. Die Bärte und das Haupthaar der drei Köpfe sind blau. Lider und Brauen schwarz. Und wieder ist die Haut als Rotton aufgetragen. Davon hebt sich der Hof der Brustwarze in dunklem Braunrot ab. Die drei Schlangenkörper winden sich in Blau und Rot. Die dritte Farbe war wahrscheinlich Ocker. Oft können nur naturwissenschaftliche Analysen Klarheit über das verwendete Pigment bringen. Weil dafür originale Farbpartikel entnommen werden müssen, wird dieser Eingriff nur selten gewährt. Ein Reiter von der Akropolis. Nirgendwo sonst sind so viele Farbspuren konserviert. Rot war einst die Mähne in den Vertiefungen, die Zotteln außen grün gefasst. Nicht immer orientierte sich also die Farbgebung an der Natur. Die Farbe setzte Akzente, konnte auch Vitalität und Bedrohung illustrieren. Mit blauen Mäandern war die Jacke gesäumt. Darüber zeichnen sich die Zungen in Rot, Blau und Grün ab, darunter die Rauten in Grün, Gelb, Braun, Rot. Je nach Größe der Pigmentkörner ist die ursprüngliche Farbschicht erhalten. Blau in originaler Stärke, Rot nur noch als verriebenes Pigment. Der Maler erst modellierte mit dem Pinsel endgültig das Gewand. Welch lebendige Wirkung der Reiter einst ausstrahlte, das vermittelt diese nach dem Befund angefertigte Rekonstruktionszeichnung. Eine anmutige Mädchenfigur von der Akropolis.
Farbspuren sind oft nur an vertieften, geschützten Stellen erhalten. Einige Pigmente haben der Witterung mehr widerstanden als andere. Regenwasser hat an vielen Stellen die Farbpigmente abgewaschen. Filigrane Borten. Ursprünglich waren sie malachitgrün und azuritblau. Inzwischen sind sie fast schwarz oxidiert. Durch chemische Prozesse können sich also die Farben umwandeln. Im Streiflicht erkennen Spezialisten auf dem Gewand einen kleinen Reiter. Mit einem feinen Stichel war die Mähne vorgeritzt. Als Vorlage für die Ornamente diente wahrscheinlich eine Art Musterbuch. Über das vom Bildhauer herausgearbeitete Gewand legt sich ein zweites, gemaltes. Reiche Verzierungen wurden bei den Untersuchungen entdeckt. Augenbrauen, Pupille und die inneren Lidränder werden mit schwarzer Farbe gezeichnet. Rußschwarz entstand beim Verbrennen von Elfenbein oder Knochen. Auf einer roten Grundierung, vielleicht aus Zinnober, wurde bei den Haaren und der Iris des Auges später wohl dunkelbrauner Ocker aufgetragen. Über einem eng anliegenden Kleid, das nach orientalischem Vorbild reich mit Tierfriesen verziert war, trägt die Figur eine knöchellange Weste. Dass es sich hier um die Darstellung einer Göttin handelt, ist dank der Entdeckungen jetzt zu erschließen. Sie besticht durch Eleganz und Anmut, was Farbe ausmachen kann. Dauerbaustelle Akropolis. Heute müssen die Schäden früherer Restaurierungen behoben werden. Den edlen Werkstoff aus den nahen Steinbrüchen im Bergmassiv des Pentelikon bearbeiten die Steinmetze immer noch so wie vor 2500 Jahren. In luftiger Höhe sind bis heute Farbreste erhalten. Die Architekten im 19. Jahrhundert ließen ihrer Fantasie oft freien Lauf und rekonstruierten so eine alles umfassende Farbigkeit auch bei der Architektur. Doch viele Partien waren in der Antike auch weiß belassen worden. Der Parthenon ist ein Meisterwerk der dorischen Tempelbaukunst. Symbol eines goldenen Zeitalters, das geprägt war vom Staatsmann Perikles. Auch Delphi, der Nabel der griechischen Welt, war schon früh Ziel der Forschungsreisen Münchner Wissenschaftler. Hier residierte Pythia, die Priesterin des Apollon, die die Stimme ihres Gottes war. Ihre Weissagungen waren es, die Delphi Ruhm und Bedeutung einbrachten. Das Orakel befragten Arm und Reich, Griechen und Barbaren. Es waren die positiven Weissagungen der Pythia, die erfolgreiche Koloniegründungen zur Folge hatten und zum Aufstieg Delphis ab 750 vor Christus führten. Über 1000 Jahre lang zog Delphi Ratsuchende an. Politiker und Privatpersonen holten Ratschläge in Schicksalsfragen ein. Der Altar des Apollon war ein Geschenk der Insel Chios. Monumente und Weihegaben, auch aus Gold, waren politisch motiviert. Manche Orakelsprüche beinhalteten nur harmlose Lebensweisheiten oder erteilten sogar selbstsüchtigen Pilgern eine originelle Abfuhr. Spärlich sind die Nachrichten über die genauen Umstände der Weissagung. Waren es Lorbeerblätter, die als Stimulantien gekaut Eingebungen verschafften und die Priesterin Pythia inspirierten, oder Dämpfe aus einem Erdspalt?
In den sogenannten Schatzhäusern, wie dem von Athen, fanden kostbare und empfindliche Weihegeschenke einen würdigen Platz. An herausragender Stelle an der Heiligen Straße lag das Schatzhaus der Bewohner der Insel Sifnos. Herodot überliefert, dass es um 530 vor Christus aus Erträgen ihrer Gold- und Silberminen erbaut worden ist. Über 1000 Jahre lang stand es unversehrt. Die ursprüngliche Farbigkeit war nicht aufgefrischt worden. Von der einstigen Pracht des Sifnir-Schatzhauses künden heute noch die umlaufenden Friese mit mythologischen Darstellungen. Lange hat man über den Inhalt dieser Szenen gerätselt. Bei der Spurensuche nach Farbresten entdeckte man aufgemalte Namen, die jetzt auch die Bedeutung erschließen. Auf der linken Seite des Frieses ist eine Götterversammlung aus dem Stein gemeißelt. Darunter Aphrodite und Apollon, Eos, die Göttin der Morgenröte, und Athena. Im Zentrum thront Zeus, der blitzeschleudernde Göttervater. Man ist ja weit gegangen. Man hat sehr viele Figuren auf diese Friese gesetzt, übereinander gestaffelt, übereinander gelappt. So dass selbst ein antiker Mensch, ein Kenner der Dinge, doch vielleicht seine Schwierigkeiten hatte, genau zu ermessen, zu erkennen, was im Einzelnen dargestellt ist. Da hilft dann die Farbe, die Farbigkeit, die in ganz enormen Umfang die Komposition, die Staffelung, die Bewegung, die Zuordnung in einem Fries ordnet und gestaltet. Wir haben darüber hinaus aber auch etwas besser beobachten können, was man immer schon wusste, was man gesehen hatte, dass nämlich zu den einzelnen handelnden Figuren auf diesem Fries Namen beigeschrieben waren. So dass auch in der Antike ein Besucher nicht lange rätseln musste, was ist jetzt hier dargestellt, sondern dass man das eben sofort erkennen konnte, das ist hier Zeus, das ist Athena, das ist Achill, das ist Memnon. Diese Namen waren auf den Grund des Reliefs geschrieben oder auf die Standgleise des Frieses aufgesetzt, in Farben, in kontrastierenden Farben, sodass man die Buchstaben auch ziemlich weit und sehr gut sehen konnte. Gerade was den Ostfries anbelangt, die Ostseite des kleinen Tempelbaus, des Schatzhausbaus, da hatte man immer gerätselt, die Darstellung einer Götterversammlung in der einen Hälfte des Frieses, aber die Mitte der Götterversammlung gerade fehlt, ist herausgebrochen. Und auf der anderen Hälfte, derselben Friesseite, eine Kampfsituation zwischen zwei Helden, das war deutlich. Jetzt war aber immer die Frage, warum ist einerseits da eine Götterversammlung und andererseits kämpfen Helden? Welche Episode im griechischen Mythos ist genau dargestellt? Und die Inschriften sagen es. Es ist die Seelenwägung der Seelen von Achill und Memnon im Augenblick, als Achill und Memnon auch im Kampffeld sich gegenüberstehen, zwei Söhne einer Göttin, zwei Halbgötter, die eigentlich fast unsterblich waren. Jedenfalls musste die Götter, die olympischen Götter mussten entscheiden, wer stirbt. Und in der Götterversammlung wird entschieden, wer sterben wird, während diese zwei feindlichen Helden auf der anderen Hälfte des Frieses gerade kämpfen. Der Kampf der Giganten ist das Thema dieses Frieses vom Schatzhaus der Sifnier in Delphi. Weil der Bildhauer wegen der geringen Tiefe des Reliefs viele Details nicht mehr herauszumeißeln vermochte, wurden sie vom Maler ergänzt. Erst das Wechselspiel von plastischer und farbiger Gestaltung machte ein Kunstwerk aus. Westlich von Thessaloniki im Nordosten Griechenlands lag eines der wichtigsten Machtzentren der Makedonenkönige bei Vergina. Es war die antike Stadt Aigai mit ihrer Befestigung, dem Theater, den Heiligtümern und einer imposanten Palastanlage. Als der größte griechische Grabhügel in Vergina freigelegt wurde, kam eine archäologische Sensation ans Tageslicht.
Drei Grablegen waren darin verborgen, mit ursprünglich drei einzigartigen Wandmalereien. Darunter die letzte Ruhestätte von König Philipp II. Die Fassade des Grabmonuments von Philipp II. Mit der einmaligen Darstellung einer Jagd inmitten einer Landschaft. Im Zentrum steht die Löwenjagd, Privileg der Königsfamilie. Aber auch Reh, Eber und Bär waren Ziel der erlesenen Jagdgesellschaft mit ihren Jagdhunden. Was hier gemalt ist, ist keine mythologische Szene. It is very probable that in the central young man one can recognize Alexander. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in dem jungen Mann im Zentrum Alexander der Große dargestellt ist, als junger Knabe, wahrscheinlich als Sieger. Und in dem bärtigen Mann kann man seinen Vater Philipp II. Erkennen. Das ist die einzige plausible Deutung für diese Szene mit den beiden Figuren. Sie vermittelte eine sehr klare politische Botschaft. Wenn das Grab Philipp II. Zugeschrieben wird, dann kann man verstehen, dass Alexander den Teilnehmern am Begräbnis seines Vaters demonstrieren wollte, dass er der neue König sei. Dass er alle Rechte habe, der neue König zu werden. Von diesem Gesichtspunkt aus mag dieses Bild eines der frühesten bis heute erhaltenen historischen Darstellungen sein, die für Propagandazwecke genutzt wurden. Kein Zweifel, dieser Künstler von Vergina war einer der herausragenden im 4. Jahrhundert vor Christus. Er beherrschte fortgeschrittene Techniken, verstand es, mit Licht und Schatten zu spielen und erreichte so räumliche Tiefe. Die Perspektive hatte Eingang in das Kunstschaffen gefunden. The composition must have been prepared somewhere else, maybe. Die Komposition muss irgendwo anders entworfen worden sein. Vielleicht benutzte der Maler Cartoons, sorgfältig gezeichnete Vorlagen, wie sie Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle verwendete. Er legte sie auf bestimmte Partien der Oberfläche. Man kann dort heute nichts mehr von der Vorzeichnung sehen. Alles ist durchkomponiert, hat seine klaren Konturen. Die Komposition ist stärker ausgearbeitet als die aus dem anderen Grab, aber nicht, weil der Maler besser ist, sondern weil diese Aufgabe eine größere Anforderung stellte. Es waren mehr Figuren oder Landschaftselemente zu entwerfen. Wir haben dank dieser Kunstwerke einiges erfahren über einen bestimmten Zweig der antiken griechischen Malereitechniken. Es gab andere Gemälde, darunter jene, die auf Leder gemalt waren, als tragbare Bilder. Sie sind leider verloren gegangen. Hier auf dem oberen Teil des Frieses am sogenannten Prinzengrab muss ein Gemälde gewesen sein, das heute komplett zerstört ist, weil es auf einer Lederoberfläche auf organischem Material aufgetragen war, das im Lauf der Zeit zerfallen ist. In einer Nachbildung wird die Szene nochmal lebendig. Vor nahezu 2400 Jahren gab es verschiedene Werkstätten. Einige der Künstler sind namentlich überliefert. Der Maler von Vergina wird vielleicht bald enträtselt werden können. Philipp II., der Vater von Alexander. Wilde, große Augen charakterisieren Alexander. Wie auf dem Alexander-Mosaik in Pompeji, das an den Sieg über Dareios erinnert und nach einer gemalten Vorlage entstand. Stammen beide Bilder von demselben Künstler? Im Institut für Geologie und Mineralogie in Athen werden antike Farbpigmente analysiert. Die Forscher unter der Leitung von Professor Vassilis Perdikatsis treten in die Fußstapfen des Gründungsvaters der Mineralogie. Es war Theophrast, ein Schüler von Aristoteles, der im 4. Jahrhundert vor Christus die für die Malerei verwendeten Substanzen beschrieb. Heute werden die Proben mit dem Elektronenmikroskop mit Röntgenfluoreszenzanalyse und Röntgendiffraktometrie untersucht. Ob Ei, Öl oder Wachs als Bindemittel verwendet wurden, lässt sich im Labor nur selten feststellen, denn dies sind vergängliche organische Materialien. Das kostbarste, künstlich hergestellte Pigment ist ägyptisch-blau.
Seine Grundstoffe entsprechen denen des Glases, allerdings in einer anderen Zusammensetzung, nämlich Quarzsande, Kupferoxid und Schmelzmittel, die bis auf 950 Grad Celsius erhitzt und dann zermahlen werden. Je nach Pulverisierungsgrad reicht die Farbpalette von leuchtendem Dunkelblau bis zu Grau. Außerdem kommen Blau und Grün als Azurit und Malachit in Kupferlagerstätten vor. Unweit der Metropole Athen erhebt sich am Horizont die Insel Ägina. Der bayerische König Ludwig I. war beseelt von den Wunderwerken der Antike. Auf Ägina hatte man ganz erstaunliche Skulpturen eines Tempels entdeckt, die sogenannten Ägineten. Er ließ sie von seinem Kunstagenten Johann Martin Wagner erwerben. Seit 1828 sind sie die Glanzlichter in der Münchner Glyptothek. Die Figuren erzählen die mythologische Geschichte vom Kampf vor Troja. Athena in der Mitte beherrscht das Geschehen. Der Kopf eines Kriegers der Ägineten mit Helm. Auf der Oberfläche schimmern schon bei Tageslicht Ornamente auf dem Marmor. Welches Muster sie jedoch ergeben, das blieb lange rätselhaft. Die Werkstatt der Glyptothek. Hier werden die Kopien von antiken Meisterwerken geschaffen. Um die verschiedenen Arbeitsgänge im Experiment nachempfinden zu können, entsteht ein Abguss des Kopfes aus Marmorpulver. Der Stein wurde in der Antike nicht grundiert. Marmor ist der edelste und der ideale Malgrund. Seine Kristalle reflektieren das Licht. So verleihen sie später den aufgemalten Farben eine intensive Leuchtkraft. Wie haben die Künstler damals ein kompliziertes Muster auf ein Objekt übertragen? Spuren von Markierungen haben sich erhalten. Sie könnten von einem Messzirkel stammen. Vergängliche Materialien wie Kreide, Blei oder Kohle bieten sich für das Vorzeichnen an. Figuren wurden aber auch vorgeritzt. Um Farbflächen besser gegeneinander abzugrenzen, wurden vertiefte Konturen gezogen. Das Dörner-Institut der staatlichen Gemäldesammlungen in München entwickelte die Technik der UV-Fluoreszenz gemeinsam mit Dr. Dieter Uhli, dem ehemaligen Direktor der Glyptothek. Aufgemalte Schuppen auf der sogenannten Ägis, dem schützenden, schlangengesäumten Ziegenfell der Athena, sollten Assoziationen wachrufen an die Knochen- und Metallschuppen auf den Lederpanzern der Griechen. Manche Farben kann man schon unter dem Mikroskop identifizieren. Aber der originale Stein gibt selbst mit modernster Technik nicht alle Geheimnisse preis. Im Computer wird die Farbigkeit simuliert. Es gibt Grenzbereiche, da ist die Wertigkeit der Farbe nicht hundertprozentig zu rekonstruieren. In diesem Augenblick muss diskutiert werden. Da müssen auch ein wenig moderne ästhetische Standpunkte mit einfließen. Wenn es zum Beispiel heißt, zu entscheiden, nehme ich jetzt einen hellen Ocker, nämlich einen dunkleren Ocker, da muss ich mich dann vielleicht auch mal auf das eigene Gefühl verlassen,
aber auch auf Erfahrungen, die man gemacht hat über die Farbfertigkeit an anderen Stücken, wo sich Farbe besser erhalten hat. Da muss man dann prüfen, gegenprüfen, da muss man auch ein bisschen mit den verschiedenen Möglichkeiten von Farbkombinationen spielen. Man muss auch, wenn man sich sicher ist, dass man die richtige Farbwahl gefunden hat, trotzdem noch einmal hingehen und die Gegenprobe machen. Man muss noch die anderen Möglichkeiten durchspielen, um zu sehen, nein, die sind auch ästhetisch oder im Sinne der Farbigkeit antiker Skulptur nicht möglich, nicht gangbar. Das Heiligtum der Aphaia auf der Insel Aegina. Die geheimnisvolle Göttin Aphaia wurde nur hier und nirgendwo sonst in Griechenland verehrt. Über das Wesen der Göttin ist wenig bekannt. Doch sicher war sie seit der Frühzeit eine Beschützerin der Frauen und der Jugend. Es war eine archäologische Sensation, als 1968 bei der Suche nach weiteren Giebelfiguren in Aegina Überreste eines älteren Tempels zum Vorschein kamen. Sie waren kleingeschlagen, wie eine Weihegabe an die Göttin Aphaia in der Terrasse des jetzigen Tempels deponiert worden. Der ehemalige Direktor der Glyptothek, Dr. Dieter Ohli, und seine Frau Martha Ohli Dumm waren von der Intensität der erhaltenen Farbspuren überrascht und begeistert. Als habe sie der Künstler frisch aufgetragen, so entfaltet die Leuchtkraft der Bemalung ihre Wirkung. Die Auffindung dieser farbigen Fragmente dieses früharchaischen Tempels begann 1968. Und sie zog sich hin, Bergung, Restaurierung und so fort, weit über 10 Jahre hinaus. Und wir vermuten, dass die Bergung, Auffindung länger gedauert hat als die Bauzeit damals. Nicht? Die Farben haben sich so gut erhalten, weil der Tempel nicht sehr lange stand. Gebaut um 570, abgerissen, verbrannt im Dachstuhl, ungefähr 510 vor Christus. Weil die Fragmente so tief im Boden verborgen und nicht Wind und Wetter ausgesetzt waren, sind die Farben kaum verblasst. Wie beim Schatzhaus der Siphnia in Delphi suggerierte die blaue Hintergrundfarbe auch am Tempel der Aphaia auf Aegina Tiefe. Die darin eingefügten Giebelfiguren der Ägineten wirkten auch deshalb aus der Ferne noch plastischer. In der Werkstatt Tobin in Riederau am Ammersee wird das Experiment fortgesetzt. Nicht alle Ornamente am Helm wurden tatsächlich nachgewiesen. In Anlehnung an die Vasenmalerei kann man sie jedoch erschließen. Obwohl keine Pigmente bei dem Bogenschützen erhalten sind, weiß man heute, dass der Zinnenmäander am Saum rot rekonstruiert werden muss, dank kombinierter UV- und Streiflichtuntersuchungen. Farben haften unterschiedlich gut an der Oberfläche. So ist Ocker weniger haltbar als das blaue Azurit und das grüne Malachit. Liegt dies an einem unterschiedlichen Bindemittel? Jedenfalls führt diese abweichende Haltbarkeit zu einer mehr oder weniger tiefen Verwitterung der Steinoberfläche. Anhand dieses Reliefs lässt sich mit Erfahrung so auch die ursprüngliche Farbe rekonstruieren. Einer der Bogenschützen der Ägineten ist wieder zu neuem Leben erweckt worden. Für manchen, der bislang auf die Ästhetik des weißen Marmors eingeschworen war, mag er ein schockierender Anblick sein. Unter dem Auflichtmikroskop wurde auf Bogenfragmenten Blattgold entdeckt. So leisteten auch Edelmetalle ihren Beitrag zur bunten Welt der Antike.
Pullover und Beinkleider mit ihrem raffinierten Muster schmiegen sich wie ein elastischer Stoff an den Körper. Diente hier etwa Gestricktes als Vorbild? Darüber lassen uns die Quellen im Ungewissen. Die Farben wurden unvermischt aufgetragen. Hauptsächlich rot als Zinnober, blau als Azurit oder ägyptisch-blau, grün als Malachit und braun als Ocker oder Hämatit. Vielleicht wurde die Farbe noch mit einem Wachsüberzug gefestigt und poliert. Also die großflächige Gestaltung hilft natürlich, was auch das Verständnis der Figuren auf die Entfernung anbelangt. Auch auf die größere Entfernung für den Pilger, für den Wanderer, der sich auf das Heiligtum zubewegt, helfen die Farben schon von einer größeren Entfernung aus zu erkennen, zu differenzieren, zu unterscheiden. Sie schaffen Kontraste. Das ist der eine ganz wichtige Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie natürlich dann die Feierlichkeit, die Kostbarkeit überhöhen. Und gerade hier bei den Igneten finden wir eine Farbigkeit, die von einem Detailreichtum, von einer Detailfreude ist, die ganz einzigartig ist innerhalb der griechischen Kunst. Ein Detailreichtum, der vielleicht gar nicht mehr im Einzelnen von unten wahrnehmbar ist. Aber vergleichen Sie die Dinge, die der liebe Gott geschaffen hat, mit solchen Phänomenen. Eine Blume, die bis in die letzte Einzelheit farbig differenziert ist durch die Natur. Dinge, die wir auf die Entfernung nicht wahrnehmen, trotzdem erscheint uns die Blume sehr differenziert, sehr schön. Das ist die Erfahrung der Wahrnehmung auch, was diese feinteilige Polychromie der Figuren anbelangt. Man setzt dort Elemente, Details auf eine Figur, die bis ins Einzelne nicht mehr auflösbar sind durch das Auge auf die Entfernung, die aber die Gesamtwirkung, die subjektive Gesamtwirkung bestimmen und damit auch die Feierlichkeit und die Einzigartigkeit und die Kostbarkeit dieser Gegenstände. Schon immer haben Farben die Emotionen angesprochen. In der griechischen Antike verliehen sie Plastizität und Lebendigkeit, ergänzten die Arbeit des Bildhauers und modellierten die Statuen weiter. Die Figuren spiegeln auch die vergängliche Welt des Altertums wider, mit den längst untergegangenen reich bestickten Kleidern oder den dekorierten Festzelten. Ob Weihegaben, Statuen oder die Architektur, durch die Farbe fügten sich alle Elemente eines Heiligtums zu einer intensiv bunten Welt.